ihr Lieben. Schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Schütze oder der, die du hier auf einen Schütze schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat April bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreht ihr das bitte um, dann ist es spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer ein allgemeines Orakel, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Herzensmenschen weitergeht, was dieser denn über dich denkt und über eure Verbindung, was dieser Mensch für dich fühlt, wie dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zukommt, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten hier verhalten solltest, damit das Ganze positiv voranschreiten kann. Wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, der Link dafür ist unten in der Infobox. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat April. Und dann habe ich hier die 8 der Schwerter. Also du hast Angst, dass du hier wieder eine Abfuhr erhältst, dass du hier wieder eine kalt abgeduscht wirst. Ne? Also das war vielleicht in der Vergangenheit so, dass dich dieser Mensch abgelehnt hat, abgewiesen hat und dir eine kalte Dusche verpasst hast und das sind deine Ängste auch noch im Hier und Jetzt. Was ist denn, wenn das wieder passiert, wenn ich wieder abgelehnt werde, wenn ich wieder kalt abgeduscht werde, das sind deine Ängste. Ne? Also das, was damals und dort passiert ist, das kann bei jedem unterschiedlich lange her sein. Diese Ängste hast du mit ins Hier und Jetzt genommen. Ne? Hier hat dich irgendjemand abtropfen lassen. Ne? Kalt abgeduscht, abtropfen lassen, im Regen stehen gelassen. Und das war ein König der Schwerter. Das kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Und das hat dieser Mensch gemacht, weil dieser Mensch nicht wusste, ob er stark genug ist, um das hier zu handeln mit dir. Ob dieser Mensch wusste von sich selber nicht, habe ich genug Kraft, habe ich genug Mut, habe ich genug Ausdauer, um diese Verbindung zu handeln. Habe ich schon gesagt, Luftzeichen, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Falls ja, dann war es jetzt doppelt gemoppelt. Also dieser Mensch wusste nicht, ob er die Kraft, den Mut und die Stärke dazu hat, diese Verbindung mit dir zu handeln. Also hier war jemand nicht genug im Selbstwert, in der Selbstliebe, in der Selbstachtung. Ne? Also das hatte gar nichts mit dir zu tun, das kam dir vielleicht so vor. Aber dieser Mensch nimmt sich selber nicht als stark genug wahr. Und mit der Zahl 15... die wir hier auf diesem Gewicht draufstehen haben. Die Zahl 15 ist im Tarot der Teufel. Hier kann es auch um Süchte gehen, hier kann es auch um Gebundenheiten gehen. Hier Süchte, das kann Alkohol sein, Drogen, Sexsucht, Spielsucht, alles Mögliche. Gebundenheiten an Menschen, die toxisch sind, an Ängste, an traumatische Erlebnisse, die man hier mal hatte. Ne? Und man weiß nicht, ob man das hier handeln kann in der Verbindung. Ne? Also da gibt es was oder hat es mal was gegeben, wo dieser Mensch weiß, okay, ich bringe hier ein ganz schönes Päckchen mit und ich weiß nicht, ob das dieser Verbindung und diese Menschen, also dir, gut tut. Ne? Und ob man stark genug ist, das in der Verbindung auszugleichen, in der Verbindung zu heilen, sich hier zu wandeln. Ne? Deswegen hat dich dieser Mensch hier im Regen stehen lassen und abtropfen lassen. Es hatte nichts mit dir zu tun. Es hat was mit dem eigenen Dasein zu tun. Und dann habe ich hier die Sonne.
Die Sonne eine der größten Glückskarten im Tarot. Kann fürs Sternzeichen Löwe stehen. Hier kommt wieder Sonne rein. Hier kommt wieder Glück rein, hier kommt wieder Liebe rein. Hier möchte was gemeinsam wachsen. Ne? Also hier ist was im Entstehen, hier ist was im Wachsen, hier ist was im Werden. Kann auch ein Überraschungsei sein. Ne? Also dass dich das überraschen wird, dass sich das Ganze nochmal wenden wird. Es steckt allerdings noch, hier tragen das zwei Kinder, das steckt noch in den Kinderschuhen. Ne? Das ist noch im Werden. Hier werden kleine Schritte gemacht, ne? Bevor das hier ausgebrütet werden kann, bevor hier was wachsen kann, bevor hier was entstehen kann, bevor hier was gedeihen kann. Ne? Aber das wird sich wandeln. Ne? Also die Situation, wie sie gerade ist oder wie sie in der Vergangenheit war, das wird sich mit der Sonne wandeln. Ne? Die Sonne steht für Glück, für Liebe, für Erfolg, für Geborgenheit, für Wärme, für Positives. So, dann schauen wir mal auf dein Gegenüber. Und dann habe ich hier das As der Kelche. Du wirst hier einen Brief erhalten, du wirst hier eine Nachricht erhalten, du wirst hier kommt Kommunikation auf dich zu. Das As der Kelche spricht auch von einem liebevollen Neuanfang, von einem liebevollen Neubeginn. Ne? Also As der Kelche, das ist ein Impuls, ne? Der hier was vorantreibt. Das kann Flirten sein, das kann ein Kompliment sein, das kann eine liebevolle Geste sein, eine liebevolle Kommunikation sein und du wirst von diesem Menschen hier eine Nachricht erhalten. Ne? Das kann wirklich in Briefform sein oder das kann einfach E-Mail sein, WhatsApp sein, wie auch immer. Und das wird dich freuen. Ne? Also dieser Mensch wird hier wieder liebevoll auf dich zukommen. Dann habe ich hier die 7 der Kelche. Dieser Mensch war vielleicht lange im Gefühlschaos. Dieser Mensch wusste vielleicht lange nicht, was er oder sie wollte, hatte vielleicht auch hier die Qual der Wahl. Was nehme ich denn? Was suche ich mir denn aus? Und jetzt weiß man das aber. Ne? Man hält hier die Taschen auf, man weiß jetzt, was man möchte. Und hier habe ich auch ganz viele Äpfel. Dieser Mensch möchte jetzt mit dir in die Fruchtbarkeit gehen. Also das war, wo sich dieser Mensch hat abtropfen lassen, nicht so. Ne? Da war man total im Gefühlschaos, man wusste nicht. Ist es hier machbar? Ist es hier lebbar? Ist es eine Illusion? Ist es ein Wunsch von mir? Ist es ein Traum? Wie gesagt, ist es kompatibel? Man hatte vielleicht auch die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten und hat vielleicht auch mal da, mal da, mal da gekostet. Und jetzt weiß man aber, was man will, ne? Die roten schönen Äpfel, man möchte mit dir in die Fruchtbarkeit gehen. Ne? Deswegen kommt dieser Mensch auch kommunikativ auf dich zu. Und dann habe ich hier den Magier. Ist die zweite große Arkana im Tarot und steht für den Neuanfang, steht für den Neubeginn. Jetzt ist Zeit dafür, hier in den Neuanfang zu gehen, nachdem man das überwunden hat, nachdem man vielleicht auch in seinen Mut, in seine Stärke gefunden hat, weil das As der Kelche steht auch für den Selbstwert, für die Selbstliebe, für die Selbstachtung. Und das braucht dieser Mensch, um hier in dieser Verbindung überhaupt seinen Teil übernehmen zu können von Verantwortung. Der Magier hat ja alles auf dem Tisch liegen. Na, die Stäbe, die Münzen, die Schwerter und die Kelche. Und jetzt möchte man hier in die Meisterschaft gehen. Jetzt kommt dieser Mensch wieder angeflogen in dein Leben und möchte mit dir hier in die Meisterschaft gehen. Na, und möchte mit dir gemeinsam auf Reisen gehen. Na, das ist hier der Beginn eines neuen Lebens, einer neuen Reise. So, dann schauen wir mal in eure gemeinsamen Karten. Dann habe ich hier das Gericht, der Aufstieg. Also diese Verbindung ist gerade im Aufstiegsprozess. Hier wird ein ganz, ganz neues Tor aufgehen. Hier wird eine ganz, ganz neue Tür aufgehen, die sehr lichtvoll ist, die sehr positiv ist, wo hier wo ihr auch die Vergangenheit loslassen könnt. Ne? Das Gericht ist ja auch die Erlösung. Ne? Also das Alte hinter euch lassen, diese Bürde, diese Schwere, diese Themen, die dieser Mensch mitgebracht hat, das, was dir dieser Mensch hier angetan hat, vielleicht sich rausgezogen hat, dich hier im Regen stehen lassen, etc. Das könnt ihr jetzt loslassen. Ne? Das ist die Erlösung, das ist die Lösungsfindung auch fürs Problem. Und ja, hier geht es in den Aufstieg, hier geht es auf die nächste Stufe. Ne? Das ist fast wie bei den
bei den drei der Münzen, ne, wo man hier aufs nächste Level hinzusteuert. Ja, hier geht man die Treppen hoch. Also ihr werdet hier auch den höheren Sinn dieser Verbindung erkennen. Ne, dass die sehr lichtvoll ist, dass sie sehr strahlend ist und gemeinsam hier die Treppen hochschreiten. Ja, also das wird euch bewusst werden, der Sinn dieser Verbindung, ne, dass ihr auch Licht durch diese Verbindung in die Welt bringt. Und dann habe ich hier die Acht der Kelche. Dieser Mensch hat Angst, dadurch, dass dich dieser Mensch hier hat mal abtropfen lassen, im Regen stehen lassen, dass du diesen Menschen jetzt abtropfen lässt und im Regen stehen lässt, dass du diesen Menschen fortjagst. Ne? Davor hat dieser Mensch Angst, Achter Kelche, dass du Gleiches mit Gleichem vergelten könntest. Ne? Davor hat dieser Mensch Angst, wenn er hier in dein Leben kommt, dass du das Gleiche mit ihm oder mit ihr machst, wie er mit dir. Dann habe ich hier die Königin der Stäbe. Kann ein Feuerzeichen sein, wie der Löwe oder Schütze. Also du weißt, was du für ein Standing hast. Du sitzt auf deinem Thron, du bist in deiner Macherenergie, ne? Du, die Königin der Stäbe, das ist eine Königin, mit der macht man sowas nicht, ne? Mit der macht man sowas nicht, ne? Die Königin der Stäbe, die weiß, was sie kann, die weiß, was sie will, die ist auch sehr kreativ, auch sehr feurig unterwegs. Das ist eine Königin, die braucht nicht unbedingt einen Partner, die rockt ihr Leben alleine. Ne? Und dessen ist sich dieser Mensch auch bewusst. Du hast ja auch eine ganz, ganz starke, wirkst hier ganz, ganz stark anziehend auf diesen Menschen. Du hast ja auch einen ganz besonderen Blick. Dieser Mensch verliert sich auch in deinen Augen. Und bevor du hier die Krallen ausfährst, wirst du dir das erstmal anschauen und anhören, was dieser Mensch hier zu sagen und zu bieten hat. Und dann wirst du entscheiden, ob du hier das sanfte Kätzchen bist oder ob du hier den Löwen rauskehrst. Also so kriege ich das hier rein. Du wirst erstmal ruhig sein und dann wirst du entscheiden. Sanftes Kätzchen oder der fauchende Löwe. Und dann habe ich hier die Sechs der Schwerter. Also ihr werdet hier die Vergangenheit hinter euch lassen. Ne? Ihr sitzt hier gemeinsam im Boot. Sechs der Schwerter, das ist eine Bewegungskarte von einem Ufer zum anderen. Ihr bewegt euch von dem Ufer, wo das nicht geklappt hat, wo das nicht funktioniert hat, wo ihr eine negative Vergangenheit hattet, hin zu einem neuen positiven Ufer. Und das könnte hier diese Tür sein. Ne? Dass ihr die Vergangenheit hinter euch lasst, das, was gewesen ist, dass ihr vielleicht nochmal darüber sprecht, nochmal darüber kommuniziert und das dann zu den Akten legt, dass ihr das dann ziehen lasst, dass ihr das in Heilung gebt und euch auf den Weg macht zu einem neuen Ufer, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr in einen schönen Neuanfang, in einen schönen Neubeginn und gehen könnt und diese Verbindung meistern könnt. Na, also ihr bewegt euch erstmal hier auf einen neuen Ort zu. Ne? Also diese Verbindung braucht einen neuen Standpunkt, einen neuen Ort, eine neue Basis. Ja, das kriege ich ganz klar rein. Die Sechs der Schwerter kann auch für eine Reise stehen, kann auch für einen Umzug stehen. Ja, also das kann vielleicht in fernerer Zukunft kann hier vielleicht ein Umzug anstehen, dass ihr vielleicht hier zusammenziehen wollt. Und da wir hier auf den Schütze schauen, das ist ja der Abenteurer, das ist der Schütze ist das Sternzeichen, was wahnsinnig gerne reist. Ne, und das habe ich hier, dass ihr vielleicht auch gemeinsam auf Reisen geht. Ne, euch so ein bisschen die Welt anschaut und es euch schön macht. Ne, also ist auf jeden Fall hier Bewegung drin. Ne, hier geht es an ein neues Ufer, an eine neue Tür, an ein neues Tor, was sehr lichtvoll ist, wo die Erlösung von der Vergangenheit kommt. So, und dann schauen wir hier mal an die Zusatzkarten und dann habe ich hier die Hingabe. Und diesmal wird sich dieser Mensch hingeben können in dieser Verbindung, ohne Angst zu haben, dass man das hier nicht schafft, aus irgendwelchen Gebundenheiten. Ne? Also man wird sich hier hingeben in dieser Verbindung. Ne? Man wird es auch fließen lassen, ne? Ohne das zu kontrollieren, ohne das zu beherrschen. Ne? Man gibt sich hier dieser Verbindung hin. Ich kriege auch sehr, sehr eine Feinfühligkeit rein, eine Zartheit rein. Ne? Wie gesagt, es beginnt erst mit kleinen Schritten.
Hier kommt hier eine schöne Nachricht, eine liebevolle Nachricht, die dich erfreuen wird und dann kann die Reise hier beginnen. So, dann schauen wir hier mal in die Zusatzkarten. Da wollten zwei raus. Slow down. Ne? Also nehmt hier den Speed raus, nehmt hier die Geschwindigkeit raus. Das fühlt sich besser an für euch beide. Wenn das hier zu schnell geht, könntet ihr auf dieser Reise einen Unfall erleben. Ne? Also das ist jetzt metaphorisch gesprochen, ne? Dass ihr den Wagen irgendwo dagegen setzt und das könnte euch wehtun. Ne, das ist vielleicht in der Vergangenheit passiert, dass es zu schnell ging. Ne, und da hat jeder seine Wunden davongetragen. Ne, da war da eine Wunde, war da eine Wunde, war da eine Wunde. Und im Kopf, ne, gedankenmäßig ist ja auch einiges passiert. Also es fühlt sich für euch beide besser an, wenn ihr hier den Speed rausnehmt, wenn ihr hier die Geschwindigkeit rausnehmt und das in kleinen Schritten macht. Ne, also erinnert euch immer wieder dran, hier das Tempo rauszunehmen. Und dann habe ich hier, I give myself time and space to rest, relax and replenish. Ich gebe mir selber Zeit und Raum, um mich auszuruhen, um zu entspannen und wieder Energie aufzutanken. Also es wird immer wieder so Momente geben, wo ihr beide Zeit und Raum braucht für euch selber, um euch in dieser Verbindung zurechtzufinden, um euch zu entwickeln, um gut bei euch selber zu bleiben, um gut in Verbindung und in Balance mit euch selber zu bleiben. Deswegen sage ich hier, nehmt ihr den Speed raus. Das fühlt sich besser an für euch beide. Ne, wenn das langsam geht. Ne, da, je langsamer das geht, umso stabiler wird die Basis. Und dann habe ich hier Belonging, Family. Also das Belonging ist die Zugehörigkeit. Hier möchte wieder jemand dazugehören zu dir, zu deinem Leben, vielleicht auch zu deiner Familie. Man hat sich hier vielleicht auch wohlgefühlt in deinem Umfeld. Na? Man möchte mit dir vielleicht ja auch eine Familie gründen. Na? Also man möchte hier wieder dazugehören. Dieser Mensch möchte wieder zu deinem Leben gehören. Na, du bist Familie für diesen Menschen. Du repräsentierst hier eine komplette Fülle. Ne? Das ist fast hier wie die 10 der Kelche oder die 10 der Münzen dargestellt. Na? Man möchte hier wieder zu dir gehören, man möchte wieder in dein Leben, man möchte wieder in dein Herz. Und dann habe ich hier, I am true to myself and loved as I am. Ich bin ehrlich zu mir selber und ich liebe mich selbst. Ne? Also das könnte das Thema dieses Menschen hier sein, dass dieser Mensch ein Selbstwertproblem hat. Ne? Das haben wir ja hier gesehen, ne? Dass sich dieser Mensch vielleicht auch Süchten und Gebundenheiten hingegeben hat und dadurch sich klein gemacht hat. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin nicht stark genug, ich bin nicht mutig genug, ne? Und sich hier diesen Illusionen hingegeben hat. Und jetzt habt ihr daraus gelernt und wisst, in langsamen Schritten ist es für euch beide besser. Und es muss ja nicht gleich hier, ihr müsst ja hier nicht gleich in die Vollen gehen. Ne? Hochzeit zusammenziehen, Kinder, ein gemeinsames Haustier, was auch immer, ne? Kleine Schritte, dann wird die Basis umso stabiler. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Was kommt denn da so auf mich zu? Was für eine Nachricht, ne? Wie wandelt sich denn dieser Mensch? Wie meistert ihr das denn im nächsten Schritt, ne? Was denkt denn dieser Mensch über dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Wie fühlt denn dieser Mensch für dich? Und wie solltest du dich denn am besten hier verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.